Insomnia, eine Fanfiction aus dem Harry Potter-Universum von Cissy Lane. Kapitel 27. Ein Toaster? Hermine betrachtete das alte, halb verrostete Gerät, das im Gras lag. Sie war ebenso wie Luna und Neville in der Nähe des Fuchsbaus appariert und nun standen sie zusammen mit Harry, Ginny, Ron und George in einem Kreis und sahen auf das Muggel-Haushaltsgerät herab. »Ich habe Dad gefragt, wo er ihn her hat, aber er wollte nicht antworten«, sagte Ron. »Er kann nicht gruselig werden, wenn es um seine Muggel-Obsession geht.« »Vermutlich hat er ihn auf einem Schrottplatz gefunden«, sagte Harry. Ron sah ihn an. »Und das findest du nicht gruselig?« »Dein Dad ist cool«, sagte Neville. »Macht sich extra so viel Mühe für einen Portschlüssel.« »Apropos, wo sind eure Eltern?« fragte Hermine an die Weasleys gewandt. »Bleiben zu Hause«, sagte George. »Sind froh, wenn sie mal für sich sind«, er zwinkerte Hermine zu. »Heilige Scheiße, George«, sagte Ron angewidert. »Portschlüssel sind schlimm genug, ich will nicht schon vorher speien müssen.« »So wurdest du gezeugt, Brüderchen«, sagte George und tätschelte Rons Kopf. »Durch die Liebe unserer Eltern.« »Ach, George, ehrlich jetzt«, ächzte nur noch Ginny. Der Rest der Gruppe feixte. »In einer Minute ist es soweit«, George blickte auf seine Uhr. »Seid ihr bereit für tosende Massen auf den Tribünen, für Kobolde und Fledermäuse und für die irische Art zu feiern?« fragte er in die Runde. Alle nickten und berührten den Toaster. »Hervorragend. Auf drei.« Sie landeten auf einer Wiese unweit einer steinigen, windigen Küste. Man konnte die Wellen gegen das Gestein klatschen hören und es roch nach Meer. Um sie herum erschienen weitere Hexen und Zauberer, die alle aus dem gleichen Grund hergekommen waren. Das Quidditch-Spiel der Ballycastle Bats gegen die Chudley Cannons. Die Freunde klopften sich lächelnd das Gras von den Klamotten und marschierten los. Es war unmöglich, den Weg nicht zu erkennen. Sie brauchten einfach nur dem Menschenstrom folgen und den Fahnen und Lichtern, die den Standort des Quidditch-Feldes verrieten. »Also, Hermine«, sagte George, »dann erzähl mal ein bisschen was über Ballycastle.« »Ich? Wieso ich? Ich war noch nie in Nordirland.« Ron drehte sich zu ihr um. »Yep, und genau deshalb wirst du vermutlich alles darüber wissen.« Hermine kaute auf ihrer Unterlippe. Natürlich hatte sie sich belesen. Es gehörte für sie dazu, wenn sie einen neuen Ort besuchte, zu wissen, was sie dort erwartete und welche Geschichte sich dahinter verbarg. Außerdem musste sie sich die Zeit vertreiben, da es bereits das dritte Wochenende in Folge war, an dem sie Snape nicht hatte sehen können. Zumindest nicht unter vier Augen. »Nun, ich habe ein bisschen recherchiert. Wollt ihr das Grundwissen oder eher das gruselige Zeug?« sagte George. »Mögen die ja einfach nur Alliteration oder gab es hier wirklich Vampire?« »Eher Geister«, sagte Hermine. »Im Ort gibt es ein Kloster, das angeblich von einer schwarzen Nonne heimgesucht wird.« »Klingt bezaubernd«, sagte Harry. »Ein Vampir soll es in der Gegend aber auch gegeben haben. Sein Name war Abartach. Zu Lebzeiten war er ein grausamer Herrscher, der seine Frau verdächtigte, eine Affäre zu haben. Also kletterte er aus dem Fenster, um sie bei frischer Tat zu ertappen, fiel und starb. Seine Untertanen waren froh, ihn los zu sein und begruben ihn. Abartach jedoch kehrte immer wieder aus seinem Grab zurück und trank das Blut der Menschen. Es gibt die Theorie, dass es diese Legende war, die Bram Stoker zu seinem Roman inspiriert hat. Denn im Gegensatz zu Transsilvanien, wo er niemals gewesen ist, hat er in Irland viel Zeit verbracht. »Sie hat ein bisschen recherchiert«, sagte Ron in die Runde. »Danke, Hermine«, sagte Luna. »Das finde ich immer noch seltsam«, bemerkte Neville, »dass wir in all der Zeit nur einem einzigen Vampir begegnet sind.« »Wie bitte? Was habe ich verpasst?« fragte George. »Das war auf dieser furchtbaren Party von Slughorn«, erklärte Ginny. »Da hast du nichts verpasst.« »Nichts verpasst?« George blieb stehen. »War das dieselbe Party, auf der Cormac McLaggen Snape auf die Schuhe gekotzt hat?« »Eben die«, sagte Harry grinsend. »Legendär«, stimmte Neville zu. Hermine musste ebenfalls lachen. Sie erreichten das Quidditch-Feld, das in eine alte Ruine gebaut worden war und mit Täuschungszaubern vor Muggeln verborgen blieb. Halb Nordirland schien gekommen zu sein, die Stimmung war ausgelassen. »Großartig«, seufzte Ron glücklich, als er eine Gruppe Leprechauns betrachtete, die an ihnen vorbeiwuselte. »Wieso haben wir sowas nicht viel öfter gemacht?« Er überlegte einen Moment. »Okay, mir ist wieder eingefallen, warum.« Harry kratzte sich am Hinterkopf. »Sorry.« »Wir müssen darüber«, sagte Ron und zeigte auf eine Tribüne, die mit Hexen und Zauberern in orangefarbenen Schals und Hüten gefüllt war.
In der Tribüne daneben waren die Zuschauer auffällig schwarz gekleidet. Direkt neben den Bats-Fans? War ja klar. Warum müssen wir eigentlich auf der Verliererseite sitzen? Fragte George. Verlierer? Ron starrte seinen Bruder fassungslos an. Ich glaub's ja nicht. Ein bisschen Respekt vor unserer Mannschaft, ja? Deine Mannschaft. Du bist wirklich der Einzige, der glaubt, dass die Cannons gewinnen werden. Wollen wir drum wetten? Fragte Ron. Logisch. Das Butterbier für den restlichen Abend geht auf dich. George kratzte sich übertrieben am Kinn. Obwohl, nein, so viel Geld hast du nicht. Dann sagen wir die erste Runde. Dir, sagte Ron. Und wenn die Cannons gewinnen, darf ich mir einen Tag lang so viel von unserem Sortiment aus dem Laden mitnehmen, wie in meine Taschen passt. Du bedienst dich doch sowieso schon ständig, ohne dafür zu bezahlen. Oh, habt ihr Weasleys zauberhafte Zauberscherze wieder aufgemacht? Fragte Neville begeistert. Noch nicht, entgegnete George. Aber demnächst. Vorher müssen wir erstmal alles auf Vordermann bringen und in Rons Fall heißt das, sich ungefragt am Sortiment bedienen. Ich muss unsere Produkte doch auch testen, oder nicht? Rechtfertigte sich Ron. Hermine lächelte vor sich hin. Das ständige Zanken und Necken der Weasleys, Nevilles Unsicherheit, Lunas Besonnenheit. Sie hatte all das so sehr vermisst. Hey Harry, du bist doch auf meiner Seite, oder? Ich bin auf deiner Seite, Ron. Er hob halbherzig die Faust in die Luft. Los, Cannons! Seht ihr das? Ron klopfte ihm auf die Schulter. So sieht ein Ehrenmann aus. Wenn ihr euch eine Mannschaft aussuchen könntet, die heute hier spielt, sagte Luna, während sie einem Leprechaun zuwinkte, welche wäre es? Hollyhead Harpies, Pride of Poetry, Montrose Magpies. Verräter, murmelte Ron. Eine Stunde später hatte Ron das Gesicht in seinen Händen vergraben. Ich kann das nicht mit ansehen, murmelte er und stand auf. Ich hol was zu trinken. Kürbissaft, sagte Jenny. Mach zwei draus, sagte Neville. Harry hielt drei Finger in die Höhe. Kommst du nicht mit? Fragte Ron. Sorry, aber ich habe vorhin Rita Kimcorn gesehen. Keine Lust, ihr über den Weg zu laufen. Ich helfe dir, sagte Luna und stand ebenfalls auf. Cool. Hermine, was möchtest du? Oh, Goldlackwasser bitte. Danke, Ron. Er nickte und schob sich mit Luna vorbei an den Spielplätzen. Für die Chudley Cannons verlief das Spiel weiterhin schlecht. Dragomir Gorgovic wurde von einem Klatscher getroffen und konnte nicht weiterspielen. Es stand bereits 190-10 für die Ballycastle Bats und der goldene Schnatz war nirgends zu sehen. Als Ron zurückkehrte und die Getränke verteilt hatte, ließ er sich zurück auf die Bank plumpsen. »Mir ist schlecht«, sagte er. »Zu viele Säuredrops?«, fragte Hermine. »Nein, zu viel von Dracos Zunge im Hals einer Freundin.« »Oho«, machte George. »Wo?« »Da unten.« Sie alle beugten sich nach vorn über die Brüstung. Draco und Astoria Greengrass verließen gerade die Besuchertribüne nebenan. Er flüsterte ihr irgendetwas ins Ohr, woraufhin die Slytherin ihm grinsend eine Hand ins Gesicht drückte. »Hermine, wie findest du es, dass dein geheimer Lover mit einer anderen rumknutscht?« »Sehr witzig, George«, sagte Hermine mit einem Augenrollen. »Sie ist hübsch«, sagte Luna. »Ja, aber wie klug kann sie sein, wenn sie sich mit Malfoy abgibt?«, fragte Ron angewidert. »Ich meine ja nur.« »Vielleicht küsst er gut«, sagte Ginny und zwinkerte Hermine zu, in Anlehnung an ihre vergangene Unterhaltung. Hermine lachte, doch es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren. Wenn Draco hier in der Nähe war, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sein Vater auch war, zusammen mit Snape. Sie ließ ihren Blick flüchtig über die Besucherränge gleiten, konnte aber niemanden erkennen. Sie war erleichtert und enttäuscht zugleich. »Bei Merlins Arsch, du bist meine Schwester, wie kannst du das auch nur denken?« ereiferte sich Ron. »Und es vor Harry aussprechen.« »Hm?« machte Harry und biss in eine Zuckermaus. »Ich glaube, Harry hat damit weniger ein Problem als du«, sagte Ginny mit einem Augenrollen. »Wie auch immer«, sagte Ron. »Ich hoffe, er hat nicht seinen Todesservater mitgebracht.« »Ex-Todesser«, merkte Hermine an. »Snape war auch einer, wie du weißt, und der hängt hier vermutlich auch irgendwo mit den anderen Professoren herum.« »Ja, und? Er hat eine ziemlich gute Ausrede für alles. Was ist Malfoys Entschuldigung?« »Er ist reich«, sagte George. »Ist auch diesmal wieder mit allem davongekommen, der gute, alte Lucius Malfoy.« »Du hörst dich an wie Dad«, sagte Ginny. »Vielleicht hat er sich ja geändert.« Harry wischte das Kondenswasser von seiner Flasche Kürbissaft. »Soll vorkommen.« Ginny legte einen Arm um seine Schultern.
Du bist viel zu nett, sagte sie und küsste ihn auf die Wange. Sie hat recht, stimmte Ron ihr zu. Du bist so nett. Harry zuckte die Schultern und Hermine lächelte ihm aufmunternd zu. Und was treibt Malfoy eigentlich da unten? Das Spiel ist noch in vollem Gange. Das Spiel ist entschieden, Ron. Das Spiel ist nicht... Ron seufzte. Ah, du hast recht, es ist entschieden. Wo ist dieser verdammte Schnatz, der uns endlich von unserem Leid erlöst? Als hätte er Rons Flehen erhört, erschien der Schnatz nur wenige Augenblicke später. Die Sucher beider Teams lieferten sich eine wilde Verfolgungsjagd. Autsch! Neville schlug sich gegen den Hals. Wo kommt das Moskito her? Es ist Winter. Ich töte keine Insekten, sagte Luna mit einem Lächeln, da ich nie weiß, ob es vielleicht ein Animagus ist. Oh nein, sagte Neville erschrocken und betrachtete die Überreste an seiner Hand. Ron verzog das Gesicht. Im Ernst, wer sich als Animagus-Gestalt das Moskito aussucht, verdient es nicht anders, als zerquetscht zu werden. Ein Schwarm Fledermäuse, die das Banner der Ballycastle Bats trugen, flog vorbei. Neville bekam große Augen. Was, wenn es ein Vampir war? Ich meine, das würde doch Sinn machen, oder? So kann er fast unbemerkt Blut saugen. Aber eben auch breitgeschmiert unter deiner Handfläche enden, sagte George. Ich mag Fledermäuse, sinnierte Luna und betrachtete Barney, das Maskottchen der Bats, auf dem großen Banner. Sie sehen so düster aus, aber eigentlich tun sie niemandem etwas. Hermine musste grinsen. »Naja, bis auf die Sache mit dem Blutsaugen«, sagte Neville und wischte seine Hand an seiner Hose ab. »Keine Sorge, Neville, Vampirfledermäuse gibt es nicht in Europa«, sagte Hermine. »Stimmt, nur Vampire«, ergänzte George grinsend. »Was sehen wir da?« ertönte plötzlich die Stimme des Stadionsprechers. »Galvin Gutgon und Connor O'Reilly sind hinter dem goldenen Schatz her. O'Reilly führt, er streckt den Arm aus, er hat den Schatz fast in der Hand. Doch was tut er jetzt? Er hält an!« Er hält an und überlässt Gutgen den Schnatz. Gutgen fängt den Schnatz. Was für eine ritterliche Geste des Rekordsuchers aus Ballycastle. Das Spiel ist entschieden. Die Ballycastle Bats gewinnen mit 210 zu 160 gegen die Chudley Cannons. Ron vergrub das Gesicht in den Händen. Nicht nur, dass wir trotz Schnatz verloren haben. Wir haben den Schnatz nur der Güte des gegnerischen Suchers zu verdanken. Eine halbe Stunde später war Ron immer noch dabei, sich über das Spiel zu ärgern. Sie waren in ein naheliegendes Pub in Ballycastle eingekehrt, wie auch die halbe Ortschaft und ein Großteil der angereisten Fans, und saßen nun zu siebt an einem Tisch und tranken Butterbier. Eine Band spielte irische Volkslieder, es war laut, es war voll, es war wunderbar. »Alle denken, dass die Bats uns einen Gefallen getan haben«, fuhr Ron schlecht gelaunt fort. »Dabei haben sie uns nur noch mehr gedemütigt.« Wenn die Cannons wieder anfangen würden, gutes Quidditch zu spielen, dann wäre es auch nicht so einfach, sie zu demütigen, sagte Ginny. Und jetzt hör auf, Trübsal zu blasen, Brüderchen, du verdirbst uns allen die Laune. Ron starrte griesgrämig in sein Butterbier, als könnte es irgendetwas dafür. Nenn mich nicht Brüderchen, ich bin älter als du, grummelte er. Es ist okay, traurig zu sein, sagte Luna. Aber ist es nicht schön, dass wir nach so langer Zeit wieder vereint sind? Allein dafür hat sich das Spiel gelohnt. Sie hat recht, sagte Neville. Ich meine, wer von uns hätte das vor einem Jahr wirklich gedacht, oder? Dass wir zusammen in einem Pub sitzen können, ohne... Naja, ihr wisst schon. Ihr habt beide recht, sagte Harry mit einem Lächeln. Aber wenn Rons Ärger über seine Lieblings-Quidditch-Mannschaft ein Zeichen für Normalität ist, dann nehme ich das gern in Kauf. Und deshalb ist dieser gut aussehende Held hier mein bester Freund, sagte Ron und zeigte auf Harry. Sie alle lächelten sich an und George hob sein Butterbier. Auf die Chudley Cannons und dass sie uns heute hierher zusammengeführt haben. Die anderen stimmten ein und tranken. Als Neville seine Flasche wieder sinken ließ, fror ihm plötzlich das Gesicht ein. Oh nein, hauchte er und starrte erschrocken Richtung Tür. Neville, alles klar? Fragte Hermine und folgte seinem Blick. Sie musste sich zusammenreißen, nicht genauso zusammenzuzucken wie er. Lucius, Malfoy und Snape waren im Pub aufgetaucht. An der ausgelassenen Stimmung im Raum änderte sich nichts, jedoch zogen die beiden Zauberer einige Blicke auf sich. Ihre Gesichter waren vielleicht nicht so bekannt wie das von Harry, aber auch sie hatten es zu einer gewissen traurigen Berühmtheit geschafft. Lucius Malfoy schien die Aufmerksamkeit zu genießen und Hermine bewunderte es, wie jemand, der einen mittlerweile derart schlechten Ruf hatte, so selbstbewusst sein konnte.
Snape dagegen wirkte wie immer so, als würde ihm die Meinung anderer am allerwertesten vorbeigehen. Auch ihn bewunderte Hermine dafür. Das war aber nicht die einzige Emotion, die Snape in ihr auslöste. Es war immer wieder erstaunlich, ihn außerhalb seiner gewohnten Umgebung zu sehen. Snape in Hogwarts war ein vertrauter Anblick, ebenso im Zaubereiministerium. In einem Pub? Das war neu. Er trug ähnlich wie Malfoy einen schwarzen Mantel und der hochgeklappte Kragen, der ihn offenbar gegen den eisigen Wind hier an Nordirlands Küste schützen sollte, ließ ihn lässiger und auch deutlich jünger erscheinen. Hermine musste sich zwingen, ihn nicht unentwegt anzustarren. Lucius Malfoy war, wenn es nach dem klassischen Schönheitsideal ging, unbestritten der hübschere Mann von beiden, auch wenn Hermine das Zugeständnis, so etwas über Malfoy auch nur zu denken, wohl mit ins Grab nehmen würde. Aber es war unfassbar, was für einen wohligen Schauer allein Snapes Silhouette und das gelegentliche Aufblitzen seines Profils durch ihren Körper jagte. »Hast du immer noch Angst vor ihm?« fragte Ron und riss sie aus ihren Gedanken. »Gewohnheit, schätze ich«, sagte Neville. »Die du dir abgewöhnen solltest, wenn du in Hogwarts unterrichten willst.« »Du willst Professor in Hogwarts werden?« fragte Hermine überrascht. »Ja«, sagte Neville. »Kräuterkunde. Professor Sprout wird das nicht für immer machen. Außerdem will McGonagall die älteren Lehrer etwas entlasten. Zwei Lehrer für ein Fach.« »Ja, so ist es seit diesem Schuljahr schon mit Zaubertränke und Verteidigung. Und ich finde das nur logisch. Neville, das ist toll, du wärst ein guter Lehrer.« »Naja, noch ist nichts fest«, sagte Neville mit rosa Wangen. »Ich denke, ich warte noch ein oder zwei Jahre. Ab wann kann man überhaupt in Hogwarts unterrichten?« »Du könntest den Mann fragen, der jüngste Professor in Hogwarts war«, sagte Harry. Neville sah unsicher in die Runde. »Wer?« »Der Mann, vor dem du dich noch immer fürchtest, obwohl du einer verfluchten Riesenschlange den Kopf abgeschlagen hast.« »Oh«, machte Neville. »Ich wette, er ist dir dafür ziemlich dankbar«, sagte Ron. »Wieso gehst du nicht zu ihm?« Neville warf einen weiteren, unsicheren Blick zu Snape, der lässig an der Theke lehnte. »Vielleicht ein anderes Mal«, sagte Neville und nahm einen Schluck von seinem Butterbier. Hermine war erleichtert, als Snape und Malfoy aus ihrem Blickfeld und offenbar in einen anderen Gastraum verschwanden. Die Gewissheit, dass er hier war, machte sie nervös, aber es half ihr, ihn dabei nicht vor Augen zu haben. Die Stimmung wurde ausgelassener. Hermine konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt so viel am Stück gelacht hatte. »Hey, George«, sagte sie irgendwann und tippte dem Weasley auf die Schulter. George drehte sich zu ihr um und lächelte breit. »Hermine?« »Was ist mit Angelina?« »Was ist mit ihr?« »Hast du ihr geschrieben?« »Hab ich?« Hermine legte den Kopf schief. »Ja«, sagte George und sein Lächeln wurde etwas sanfter. »Großartig!« »Und?« »Wir haben uns getroffen. Ein oder zwei, vielleicht auch dreimal.« »Wieso hast du sie nicht mitgebracht?« fragte Hermine begeistert und knuffte ihn in den Oberarm. »Weil ich nicht wollte, dass die Heulsuse von meinem Bruder«, er deutete hinter sich auf Ron, »der einzige Weasley-Single in dieser Runde ist.« »Moment mal«, sagte Hermine grinsend. »Das heißt, ihr seid ein Paar?« »Schhh«, machte George ebenso grinsend und sah zurück zu Ron, der jedoch mit Ginny eine rege Diskussion über die schwache Abwehr der Chudley Cannons führte. Harry hatte ebenfalls die Ohren gespitzt und sah George mit großen Augen an. »Angelina?« formte er mit seinen Lippen und als George nickte, zeigte Harry einen Daumen nach oben. Hermine lachte und prostete erst George und dann Harry zu und freute sich über die Tatsache, wie überaus glücklich allein ein kaltes Butterbier machen konnte. »Ich freue mich für dich, George«, sagte sie dann. »Wirklich?« »Danke«, er grinste noch immer breit. »Und bei dir?« »Was meinst du?« fragte Hermine und warf Harry einen irritierten Blick zu, der sie jetzt ebenfalls neugierig ansah. »Wie läuft's in Hogwarts?« »Oh, gut, sehr gut. Ja, es läuft wirklich gut.« George tauschte mit Harry einen Blick. »So gut, ja?« »Es läuft also gut«, wiederholte Harry beeindruckt. »Was genau eigentlich?« »Ihr seid voll Trottel«, sagte Hermine schmunzelnd. Dann stand sie auf. »Entschuldigt mich.« »Oh nein, haben wir dich vergrault?« »Volltrottel«, wiederholte sie vergnügt und sah sich einen Moment um. Dann lief sie zur Bardame, die gerade zwei volle Tabletts mit ihrem Zauberstab durch die Luft navigierte. »Entschuldigung«,
sprach Hermine sie an. »Wo finde ich die Toilettreppe runter, Herzchen, am Ende des Ganges?« unterbrach die Frau sie ungeduldig und schob sich weiter zügig durch die Menge. »Danke«, rief Hermine ihr hinterher und versuchte ebenfalls, einen Weg durch den Raum zu finden. Sie lief an der Band vorbei, die mittlerweile zur Höchstform aufgelaufen war. Einer der Musikanten spielte in unfassbarem Tempo auf seiner Violine und stampfte gleichzeitig mit dem Fuß, und als er kurz pausierte, um sich den Schweiß aus seinen blonden Locken zu schütteln, fiel sein Blick auf Hermine. Er zwinkerte ihr zu und Hermine errötete und lachte. Sie applaudierte ihm und den anderen Bandmitgliedern zu, bevor sie weiterging und die Stufen hinabhüpfte, die zum besagten Gang führten. An dessen Ende war eine Holztür. Hermine steuerte darauf zu. Sie war so gut gelaunt und gleichzeitig so in Gedanken, dass sie sich nicht vergewisserte, ob es nicht vielleicht die falsche Tür sein könnte. In dem Moment, in dem sie sie voller Elan aufstieß, hörte sie Männerstimmen und realisierte, dass dies nicht ihr Ziel sein konnte. Aber es war schon zu spät. Sie fand sich plötzlich in einem winzigen Hinterhof wieder, von einer Backsteinmauer umzäunt, die Tür schwang hinter ihr noch einige Male quietschend hin und her. Zwei Zauberer standen in dem Hof, der eine hochgewachsen und blond, der andere fast gleich auf mit schwarzem Haar. Lucius Malfoy und Severus Snape drehten die Köpfe und als sie Hermine erkannten, wanderten ihre Augenbrauen zeitgleich in die Höhe. Es war eine Szene, wie sie sie gleichzeitig erhofft und befürchtet hatte. »Hallo«, sagte Hermine langsam. »Ich schätze, das hier ist nicht das Mädchenklo.« »Nein«, sagte Lucius Malfoy nach einigem Zögern und nahm einen Zug von seiner Zigarre. »Tut mir leid, bin schon weg«, murmelte Hermine, konnte sich aber nicht rühren. Sie starrte die beiden Männer an wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Und es waren gleich zwei. Snape machte einen Schritt auf sie zu und dann noch einen, und für einen kurzen Moment glaubte sie, dass sie daran erinnern wollte, dass sie hier fehl am Platz war. Stattdessen umfasste er ihr Gesicht mit beiden Händen und küsste sie. Hermine seufzte, völlig überrumpelt an seinen Lippen, die sich jetzt energisch gegen ihre eigenen bewegten. Sie schloss die Augen und gab sich diesem unerwarteten, aber mittlerweile so vertrauten Gefühl hin. »Großer Gott«, hörte sie Lucius im Hintergrund murmeln, dann ertönte das leise Surren eines Zaubers. Snape ließ sich von dem Kommentar seines Freundes nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, er schien völlig vergessen zu haben, dass er überhaupt da war. Hermine stellte sich auf die Zehenspitzen und krallte sich in seinen Mantel, um der Intensität, mit der er sie mittlerweile küsste, standhalten zu können. »Im Ernst, Severus?« versuchte es Lucius Malfoy erneut, und diesmal konnte auch Snape ihn nicht mehr ignorieren. Er knurrte in den Kuss hinein, ein kehliger, wütender Laut, und dieser Laut jagte das Gefühl von flüssigem Feuer in Hermines Schoß. Snape löste sich von ihr mit einem erneuten, bedauernden Seufzen und an der Art, wie er sie ansah, erkannte Hermine, dass er sie in Gedanken mehr als nur küsste. Er schob sie sanft von sich, so als war sie diejenige gewesen, die sich an ihn gepresst hatte, und ging die Schritte, die er zuvor auf sie zugemacht hatte, rückwärts. Lucius Malfoy betrachtete ihn pikiert, dann schüttelte er den Kopf, offenbar darum bemüht, das, was er gerade gesehen hatte, schnell wieder zu vergessen. »Nun«, sagte er schließlich an Hermine gewandt, »Severus' Freude über den Sieg der Bats ist offenkundig sehr groß. Gut, dass Sie aufgetaucht sind, Granger, sonst hätte ich am Ende noch herhalten müssen.« machte Snape. »Davon träumst du.« Lucius grinste und nahm einen weiteren Zug seiner Zigarre. Noch immer war Hermine wie benebelt von der Erregung, die der Kuss in ihr ausgelöst hatte, und es war verstörend, diese Gefühle in Anwesenheit von Lucius Malfoy zu haben. Alles an dieser Situation war verstörend, als wäre sie mitten in eine Fantasie geraten, von der sie nicht gewusst hatte, dass sie ihr gefallen würde. »Ja«, stammelte sie und zwang sich, Lucius Malfoy anzusehen. »Das war wirklich ein tolles Spiel. Sind Sie, ich meine, waren Sie auch für die Bats?« Lucius rümpfte die Nase. »Ob ich für die zweiterfolgreichste Mannschaft der Liga bin oder für eine Gurkentruppe, die vor über 100 Jahren das letzte Mal einen Titel gewonnen hat? Was glauben Sie?« »Was Lucius damit sagen will«, schnarrte Snape, »ist, dass er das Spiel mit großer Freude verfolgt hat.« Hermine nickte und zwang sich zu einem Lächeln.
Ich gehe dann mal, sagte sie und ging rückwärts zur Tür, um sie gleichzeitig aufzudrücken, doch das Holz gab nicht nach, so sehr sie sich auch dagegen lehnte. Nun wurde Hermine klar, woher das Surren gekommen war. Malfoy hatte offenbar die Tür verriegelt. Ob er sich selbst vor einer Blamage bewahren wollte, falls jemand genauso unerwartet hereingeplatzt wäre wie sie, oder ob er es getan hatte, um Snape zu schützen, wusste sie nicht, aber sie tippte auf Letzteres. Mit einer lässigen Bewegung aus dem Handgelenk wirkte Lucius den Gegenzauber und Hermine stolperte rückwärts aus der Tür, die noch ein-, zweimal hin und her schwang. »War das wirklich nötig, Severus?« hörte sie Malfoy sprechen, der die Tür erneut magisch verriegelte. »Das war es«, antwortete Snape. Hermine wurde es warm ums Herz. Sie war noch so aufgewühlt, sie konnte so unmöglich zurück zu ihren Freunden gehen. Sie steuerte ihr eigentliches Ziel an, die Mädchentoilette, und starrte dort in ihr Spiegelbild. Konnte man ihr ihre Gefühle ansehen? Sie fuhr mit den Fingerspitzen über die Lippen und zuckte kurz darauf erschrocken zusammen, als sich die Tür hinter ihr öffnete. »Hey, Hermine«, sagte Luna und betrachtete sie flüchtig im Spiegel, bevor sie in einer der Kabinen verschwand. »Alles okay? Du siehst rot aus«, hörte sie die Freundin sprechen. »Alles in Ordnung«, sagte Hermine mit einem Lächeln, bevor sie das Wasser auf kalt drehte. Hermine und Luna waren kaum zum Tisch zurückgekehrt, da hatte Ginny sie sich auch schon geschnappt und zur Tanzfläche gezerrt. Später gesellten sich auch Neville und George dazu. Sie hüpften und alberten herum, und als George sich an einem irischen Volkstanz probierte, bekam Hermine Bauchschmerzen vor lauter Lachen. Als sie verschwitzt und mit glühenden Wangen zurück auf ihren Stuhl plumpste, lehnte sich Ginny ihr entgegen. »Der Bandleader steht auf dich«, sagte sie grinsend und deutete Richtung Bühne. Hermine folgte ihrem Blick und wurde noch röter, als sie erkannte, dass Ginny den blond gelockten Musiker meinte, der ihr zuvor zugezwinkert hatte. »Er hat dich beim Tanzen ständig angeglotzt«, ergänzte Ginny. »Und er ist echt süß, oder nicht?« »Stimmt«, sagte Hermine mit einem Lachen. »Er und Snape waren wie Tag und Nacht. Aber auch ein bisschen zu perfekt für meinen Geschmack.« »Zu perfekt?« Ginny sah sie mit großen Augen an. »Geht das?« »Ey, Leute«, Ron kam zurück an den Tisch. »Im Nebenraum gibt's eine Wirf-den-Billy-Scheibe.« »Eine was?« fragte Hermine, als die anderen nach und nach aufstanden. »Keine Ahnung«, sagte Harry und schnappte sein Butterbier. »Aber es klingt nach Spaß.« Sie folgten den anderen in den Nebenraum, der etwas düsterer beleuchtet war als der Hauptraum. An einer Wand waren mehrere Wurfscheiben angebracht. »Dart?« fragte Hermine. »Was ist Dart?« fragte Luna. »Für diejenigen hier, die aus einem Muggelhaushalt stammen«, erklärte Ron und deutete auf Harry und Hermine. »Wirf den Billy ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung bei Hexen und Zauberern. Du nimmst den Billywig und zielst auf die Scheibe und wenn du...« »Moment«, unterbrach Hermine seine Erläuterung. »Billywig? Du zielst mit einem Billywig?« »Du kannst ihn auch direkt werfen, aber falls du nicht zufällig ein Naturtalent bist, solltest du vorher genau zielen, ja?« »Du wirfst den Billywig?« »Spreche ich mährisch?« fragte Ron verwirrt in die Runde. »Weshalb glaubst du, heißt es, wirf den Billy?« »Die Billywigs dienen als Pfeil, das ist Quälerei.« »Nur wenn du nicht triffst, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er dich sticht und das tut ziemlich weh.« »Mich hat mal ein Billywig gestochen«, sagte Neville. »Die Wirkung ist doppelt so stark als nach einer Packung zischender Wispies. Ich bin einen ganzen Tag durch die Luft geschwebt.« »Ist das denn legal?«, fragte Hermine fassungslos. »Es ist Tradition«, sagte George und schnappte sich einen Billywig, der in einem großen Käfig vor sich hindöste, offensichtlich ruhig gestellt. »Bin ich hier wirklich die Einzige, die das nicht in Ordnung findet?« »Ja«, sagten Harry, Ron und George aus einem Mund. »Ich glaube nicht, dass es ihnen wehtut«, versuchte Luna, sie zu beruhigen. »Die Zielscheibe ist sehr weich.« Hermine seufzte lautstark. »Wer gewinnt?«, fragte Harry. »Der mit den meisten Punkten«, sagte George. »Umso mittiger du triffst, umso höher die Punktzahl. Jeder hat 3 Schuss.« »Also wie Dart«, sagte Harry und schnappte sich ebenfalls einen Billywig. »Das ist brillant«, sagte Harry 20 Minuten später begeistert, als der geworfene Billywig in den Käfig zurückflog und Harry nach einem neuen Insekt griff. »Wieso gibt es das nicht in Hogsmeade?« »Weil es eine eher unangebrachte Freizeitaktivität für Schüler ist, Mr. Potter.«
sagte plötzlich eine Stimme hinter ihnen. Harry drehte sich um und blickte direkt in das strenge Gesicht der Schulleiterin. »Professor McGonagall«, sagte Harry und versuchte, den Billywig hinter seinem Rücken zu verstecken. »Klar, sorry.« Die geschürzten Lippen der Direktorin verzogen sich zu einem Lächeln. »Ich mache nur Spaß, Harry. Geben Sie mir den Billywig, ja? Ich bin vermutlich etwas eingerostet.« Harry grinste und reichte McGonagall das Insekt. »Darf ich gegen Sie antreten, Professor?« »Sie dürfen, aber erst, wenn ich Professor Snape geschlagen habe.« »Ich bin mir nicht sicher, ob Mr. Potter so lange hier sein wird, um das mit anzusehen«, sagte eben jener Professor und trat neben McGonagall. Hermine atmete tief durch und blickte in ihr Glas, stellte aber fest, dass es leer war. »Diesem Duell möchte ich nicht im Weg stehen«, sagte Harry, hob die Hände und trat beiseite. George gesellte sich zu ihm, die Hände in den Hosentaschen. »Was glaubst du, wer gewinnt?«, fragte er mit gesenkter Stimme. »McGonagall«, sagte Harry. »Ich setze dagegen«, sagte George. »Eine Galeone, dass Snape gewinnt.« Ginny lehnte sich ihnen entgegen. »Um wie viel wetten wir?« »Eine Galeone.« »Bin dabei, ich setze auf Snape.« »Neville«, fragte George. »Ich bin dann wohl eher für Professor McGonagall.« 4 Galeonen sind im Topf. Noch jemand?« Luna und Hermine schüttelten den Kopf. Während George von jedem eine Galeone einsammelte, hatte sich Snape vor der Zielscheibe aufgebaut. Mit grazilen Fingern griff er nach einem Billywig und betrachtete dann mit zusammengekniffenen Augen das Ziel. McGonagall stand direkt hinter ihm. »Brauchen Sie eine Brille, Severus?« »Wenn Sie kein Auge verlieren wollen, Direktorin, sollten Sie einen Schritt beiseite gehen«, entgegnete Snape gelassen. McGonagall bewegte sich ein Stück nach links, blieb aber weiterhin dicht hinter Snape stehen. »Ich wüsste nicht, wieso Sie treffen sollten«, sagte McGonagall, als Snape ausholte. »Bei den meisten Ihrer außerschulischen Aktivitäten liegen Sie ja auch weit daneben.« Der Billywig landete im äußersten Kreis der Zielscheibe. »Autsch«, machte George, während Harry triumphierend grinste. »Würdest du Neville und mir bitte 2 Galeonen reichen?«, fragte er und hielt George seine Hand hin. »Ganz ruhig. Noch hat McGonagall nicht geworfen.« »Du glaubst, dass sie das unterbietet?« McGonagall traf beinahe genau in der Mitte. Snapes 2 weitere Würfe fielen gelungener aus, McGonagalls waren jedoch besser und er konnte das Minus seines ersten Versuchs nicht ausgleichen. Die Direktorin lächelte triumphierend. »Nun, Harry, Sie wollten es auch versuchen?« Harry wartete, bis ihm George die Galeonen zugesteckt hatte, dann stand er auf. »Sir«, sagte George, währenddessen an Snape gewandt, »ich möchte Sie herausfordern.« »Natürlich möchten Sie das, Mr. Weasley.« George schnappte sich 2 Billywigs, reichte einen davon Snape und wartete. McGonagall traf fast so gut wie zuvor, Harrys Billywig jedoch landete im vorletzten Kreis. »Die Art, wie Sie den Billywig greifen, ist schon entscheidend«, erklärte die Schulleiterin. »Wenn Sie ihn zu locker anfassen, rotiert er zu sehr.« Ron kehrte mit einer neuen Runde Butterbier zurück und betrachtete mit großen Augen das Bild, das sich ihm bot. »Heilige Morgana«, stieß er aus und ließ seinen Blick von George zu Snape über Harry zu McGonagall und wieder zurückgleiten. »Was hab ich denn verpasst?« »Nicht viel«, sagte Luna. »Professor McGonagall ist Professor Snape deutlich überlegen. Gegen Harry hat sie auch gewonnen. Als nächstes ist George an der Reihe.« »Okay«, sagte Ron und verteilte die Butterbierflaschen an die Freunde. »Danke«, sagte Hermine lächelnd, aber auch mit einem gefühlten Schwarm Billywigs im Bauch. Ron und Snape in einem Raum? Das war seltsam. »Du warst eine Weile weg? Zu viel los?« »Ja, die Schlange war mir zu lang, da bin ich kurz rüber nach Belfast operiert.« Hermine sah ihn verdutzt an, doch dann lachte sie herzlich. »Für einen Moment habe ich's geglaubt.« »Ganz ehrlich, vermutlich wäre es schneller gegangen. Der Typ an der Bar ist bestimmt 200 Jahre alt.« »Das gibt's nicht«, rief George entrüstet. Snapes Billywig war genau in der Mitte der Zielscheibe gelandet. »Haben Sie zuvor geblufft?« Snapes Mundwinkel hoben sich ganz sacht. »Nein, Mr. Weasley. Die Schulleiterin hat ganz einfach jahrelange Übung darin, mich aus der Fassung zu bringen.« »Oh, ist das ein Kompliment?« flötete McGonagall. »Nichts war je weiter von einem Kompliment entfernt«, sagte Snape. Hermine konnte sich ein Grinsen nicht verbeißen. »Nun denn, ich bin ein guter Verlierer«, sagte George und zog vor Snape einen imaginären Hut. »Bin gleich wieder da.« Er verschwand in Richtung Bar.
Willst du es probieren? Fragte Ron an Hermine gewandt. Hermine hob abwehrend die Hände. Nein, danke, ich kann hier nur verlieren. Es reicht ja auch, gegen Professor Snape im Duellieren zu gewinnen, sagte Jenny an Hermine gerichtet. Was höre ich da? Fragte McGonagall. Miss Granger hat mitnichten gewonnen, sagte Snape. Es war bestenfalls ein Unentschieden, weil ich es so wollte. Oh, natürlich, Severus, sagte McGonagall spöttisch. Das ist wirklich gnädig von Ihnen. Snape hatte Hermine kurz angesehen, als er sprach, und erneut wurde Hermine klar, warum er ein so unvergleichbarer Spion gewesen war. Man konnte ihm in keinster, wirklich keinster Weise ansehen, was sie beide miteinander verband, was sie noch vor weniger als 2 Stunden in diesem Pub getan hatten. Hermine musste außerdem daran denken, was nach dem angesprochenen Duell in Hogwarts passiert war, was er ihr in ihrem gemeinsamen magischen Pergament für unaussprechliche Dinge geschrieben hatte, welche Lust diese Worte in ihr ausgelöst hatten. Und selbst wenn er gerade ebenfalls daran dachte, dann war es ihm nicht anzusehen. Er sah sie an wie eine Schülerin, dessen Pech sie zu unterrichten er ab und zu hatte. »Sollte mich eine Studentin eines Tages im Duellieren besiegen«, sagte er an die Schulleiterin gewandt, »haben Sie meinen Segen, mich auf der Stelle zu entlassen, Minerva.« McGonagall setzte zu einer Erwiderung an, blickte dann zu Hermine und überlegte es sich anders. Plötzlich erhob sich Neville von seinem Stuhl. »Ich will es versuchen«, sagte er tapfer und griff nach einem Billywig. »Sehr schön, Mr. Longbottom«, sagte McGonagall und machte einen Schritt beiseite. »Sie fangen an.« Doch als Neville werfen wollte, kam George mit 2 Gläsern zurück. »Wieso ging das bei dir so schnell?«, fragte Ron fassungslos. »Professor McGonagall, Professor Snape«, sagte George und reichte beiden ein Glas. »Nennen Sie mich Minerva, mein Lieber«, sagte McGonagall und lächelte. »Was ist das?«, fragte Snape und roch misstrauisch an dem Getränk. »Das ist ein Geheimrezept, Spezialität des Hauses.« »Das soll mir als Antwort genügen?«, fragte Snape mit gehobener Augenbraue. McGonagall schürzte die Lippen. »Glauben Sie, George möchte uns vergiften?« »Vergiften ist ein starkes Wort«, sagte Snape, »aber dieser Mann ist Besitzer eines Scherzartikelladens.« »Ich bin sicher, dass ein so herausragender Zaubertränkemeister, wie Sie es sind, es schon allein am Geruch erkennen würde, wenn sich darin Zutaten befinden würden, die da nicht hingehören.« »Wieso trinken Sie da nicht?«, fragte Snape. »Ich habe die Verantwortung für meine jüngeren Geschwister und Freunde«, sagte George mit einer ausladenden Geste, »und muss deshalb bei klarem Verstand bleiben.« »Mir reicht das als Information«, sagte McGonagall und stieß ihr Glas gegen das von Snape. »Cheers!« Sie und Snape nahmen parallel einen Schluck und verzogen auch parallel das Gesicht. McGonagall hustete. »Du meine Güte«, krächzte sie, dann nahm sie einen weiteren Schluck. Hermine beobachtete fasziniert, wie Snape versuchte, die Fassung zu bewahren und gegenüber seiner Vorgesetzten nicht als Schwächling dazustehen. Ron boxte George in die Seite. »Was zum Henker hast du ihnen gegeben?« »Ich habe dem Barmann gesagt, er soll mir 2 seiner hochprozentigsten Spezialitäten zubereiten.« »Aber was ist da drin?« »Keine Ahnung«, sagte George und zuckte die Schultern. Ron machte große Augen. »Du hast vielleicht Nerven«, sagte er sichtlich gestresst. »Oh nein«, rief plötzlich Neville, »nicht schon wieder.« Sein Körper stieg langsam in die Höhe, bis sich seine Füße vom Boden lösten. Luna nahm seine Hand. »Hab dich!« Hermine starrte an die Decke. Sie hatte noch kein Auge zugemacht. Rons Schnarchen war nicht zu überhören, aber unabhängig davon war ihr Kopf viel zu wach. Sie waren in die Herberge über dem Pub eingekehrt, die einzige, die noch frei gewesen war, und lagen nun zu 7 in einem Raum. Sie und Luna in einem Bett, Ginny und Harry in einem anderen, während Ron und George es sich auf einem ausklappbaren Sofa mehr oder weniger gemütlich gemacht hatten. Und Neville schwebte an der Decke. »Keine Sorge, das ist super«, hatte er gesagt, als die Freunde überlegt hatten, ob sie ihn vielleicht zum Schlafen auf dem Sofa festbinden sollten. Stattdessen hatten sie, auf seinen Wunsch hin, Kissen und Decke zu ihm hinauf levitiert. »Hat sich so vor Vampiren gefürchtet und schläft am Ende selber an der Decke«, hatte George gesagt. Hermine musste grinsen bei der Erinnerung. Sie ließ den Tag noch einmal Revue passieren. Es war so lange her gewesen, dass sie mit ihren Freunden etwas unternommen hatte, dass sie sich so unbeschwert gefühlt hatte. Sie konnte Harry umarmen, George necken, sich an Ginnys Schulter lehnen. Sie durfte die Gefühle, die sie ihren Freunden gegenüber empfand, offen zeigen.
Sie wünschte sich all das so sehr mit Snape. Hermine schloss die Augen. Sie fühlte, wie sie errötete und war froh, dass es niemand sehen konnte. Sie dachte an den Kuss, ein Kuss in einem Hinterhof eines irischen Pubs. Vor den Augen Lucius Malfoys. Sie konnte Snapes Lippen noch immer auf ihren spüren, wenn sie daran zurückdachte. Sein Bedürfnis, sie zu küssen, war so groß gewesen, dass er es riskiert hatte, erwischt zu werden und dass sein bester Freund eventuell Albträume bekommen würde. Es war ihm egal gewesen. Und doch mussten sie anschließend so tun, als wären sie nichts weiter als eine Schülerin und ihr Professor, so wie es sich verdammt nochmal gehörte. Als Luna neben ihr anfing, im Schlaf zu summen, gab Hermine auf. Sie glitt aus dem Bett, schnappte sich ihre Stiefel, griff nach Mantel und Mütze und verließ leise das Zimmer. Als er im Gastraum vorbeilief, waren dort noch vereinzelte Anhänger der Ballycastle Bats, die betrunken die Butterbierwerbung mit Barney der Fledermaus sangen. In ihrer Vorstellung ging Hermine weiter hinab zum Hinterhof, in dem sie Snape angetroffen hatte, und führte dort mit ihm fort, was sie zuvor begonnen hatten. Doch Snape hatte den Pub mit Lucius Malfoy verlassen, vermutlich um den Portschlüssel zurück nach England zu nehmen. Also ging sie hinaus, blieb vor dem Pub stehen und sah hinauf zum Vollmond. Sie hörte, wie sich die Tür hinter ihr erneut öffnete und wieder schloss und drehte sich um. Harry war hinter ihr aufgetaucht. »Hey«, sagte er und klemmte sich die Hände unter die Achseln, um sich zu wärmen. Hermine lächelte. »Hey, kannst du nicht schlafen?« »Nein, ich dachte, Snape hat dir bei dem Problem geholfen.« Hermine zuckte die Schultern. »Ja, aber manchmal habe ich zu viel im Kopf. Und du?« »Keine Ahnung, dasselbe vermutlich.« Er wippte auf den Füßen vor und zurück. »Lief doch ganz gut mit Ron, oder?« »Ich denke schon. Er scheint nicht mehr sauer auf mich zu sein.« »Scheint mir auch so.« Harry lächelte und starrte in den Nachthimmel. Dann seufzte er. »Mom hätte heute Geburtstag.« Hermine drehte den Kopf und sah ihn an. »Oh, Harry, bist du okay?« »Ja, ich glaube schon. Es ist gut, hier zu sein. Mit euch.« »Es war ein schöner Tag«, sagte Hermine und strich sanft über Harrys Narbe, die zwar blass, aber immer noch sichtbar war. »Das war es«, stimmte Harry ihr zu. »Fast wie früher. Wir sollten das wieder öfter machen, was zusammen unternehmen, meine ich. Zumindest, wenn das Schuljahr vorbei ist.« »Das wünsche ich mir auch«, sagte Hermine. Der Gedanke an die Zeit nach den Abschlussprüfungen ängstigte sie. Die Möglichkeiten waren so groß und deren Ausgang so ungewiss. »Wir haben uns lange nicht gesprochen«, sagte Harry nach einer Weile. »Weißt du schon, was du nach der Schule machen willst? Willst du immer noch ins Ministerium? Arthur meinte, du hättest dort viele Fans.« »Ich bin mir nicht sicher. Um ehrlich zu sein, hatte ich die gleiche Idee wie Neville, zu unterrichten, weißt du?« »Naja, ich behaupte mal, dass du schon jetzt so viel weißt wie so mancher Professor.« Hermine musste schmunzeln. So etwas Ähnliches hatte Snape auch gesagt, als sie ihm das erste Mal davon erzählt hatte. Das schien so lange her zu sein, zumindest in Anbetracht dessen, was seitdem alles passiert war. »Wissen allein macht noch keine gute Professorin, aber danke.« »Was hält dich ab?«, fragte Harry. Hermine seufzte. »Snape.« »Keine Ahnung«, sagte sie. »Wir werden sehen. Ich habe übermorgen ein Gespräch mit Professor McGonagall.« »Ich hoffe, sie kann dir helfen.« Hermine nickte und zog sich die Mütze tiefer über die Stirn. »Was ist mit dir? Mit dem Aurorentraining?« Harry kaute auf seiner Unterlippe herum. »Roberts sagt, ich kann anfangen, wann ich will, aber ich will keine Bevorzugung. Die nächste Ausbildung beginnt im März, aber ich denke, ich warte bis September.« Hermine hörte ihn neben sich frösteln. Sie schüttelte den Kopf. Er hatte Lord Voldemort besiegt, war aber immer noch nicht in der Lage, sich richtig anzuziehen. Sie schob es auf die Dursleys. Hermine zog ihren Zauberstab und wirkte einen Wärmezauber über sie beide. »Oh«, machte Harry angenehm überrascht. »Dafür, dass du bei Molly wohnst, bist du erstaunlich schlecht in Alltagszaubern«, sagte Hermine. »Du hast recht. Ich vergesse manchmal immer noch, dass ich sowas kann.« Eine Weile starrten sie in den Nachthimmel. »Hermine, geht's dir gut?«, fragte Harry irgendwann. »In Hogwarts und generell?« Sie drehte den Kopf und sah ihn an. »Ja, Harry, es geht mir gut.« »Das ist toll. Es klingt verrückt, aber mir auch. Die meiste Zeit zumindest. Und manchmal,
Naja, fühle ich mich schlecht deshalb, so als wäre es nicht fair, dass ich glücklich bin. Harry James Potter, sagte Hermine, aber es lag keinerlei Schärfe in ihren Worten. Du hast alles Glück dieser Welt verdient. Mir ging es eine Zeit lang ähnlich, wie du weißt. Aber wenn jemand keine Schuldgefühle haben darf, dann du. Es bringt nichts, dein Leben nur halb zu leben, weil du das Gefühl hast, es nicht verdient zu haben. Das bringt niemanden zurück. Ich musste das auch erst lernen, aber es ist wahr. Und wenn du glaubst, auch Rohr werden zu müssen, weil du dein Leben lang nichts anderes getan hast, als zu kämpfen, dann ist das falsch. Du hast genug für die Zaubererwelt getan. Du solltest tun, worauf du Lust hast. Du hast viele Talente. Ich will auch Rohr werden, Harry nickte. Das will ich wirklich. Nicht aus einer Verpflichtung heraus, sondern weil ich gern helfe. Ich weiß nur nicht, ob ich schon dafür bereit bin. Und auch das ist okay. Genieße deine freie Zeit. Du hast einiges nachzuholen. Da sagst du was. Harry fuhr sich mit der Hand durch sein wildes, schwarzes Haar. Hermine blinzelte ihn von der Seite an. Und? Bleibst du noch länger im Fuchsbau oder? Oh Gott, stieß Harry aus. Ich wünschte, ich könnte Ginny mit zum Grimmauld-Platz nehmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Molly das verkraftet. Molly kann sich sicherlich denken, dass ihr auch mal für euch sein wollt, sagte Hermine schmunzelnd. Um ehrlich zu sein, bin ich mir da nicht so sicher, sagte Harry. Hermine lachte und Harry schnaufte verlegen. Sie spürte seinen Blick auf sich ruhen und dass er sie etwas fragen wollte. Hermine starrte zurück zum Mond. Tu's nicht, dachte sie. Harry, bitte, frag mich nicht. Er tat es nicht. Er blickte ebenfalls zum Vollmond und nahm ihre Hand. Also, was meinst du? Fragte er stattdessen. Müssen wir Neville zum Frühstück auf einen Stuhl binden?